Daten hat. Achtung, Startphase ist heute erst unter der NBW Mobility Plus Bridge und dann kann Moritz jederzeit das Rennen freigeben. Das hat er jetzt auch direkt getan. Wir sehen den Bentley von Benzebanki ausscheren. Der wird erstmal heftigst an die Wand rangedrückt und es passiert genau das, was ich erwartet habe. Marco Pejic verliert eine Position gegen Florian Hasse und nicht nur gegen Hasse, auch Fiducci, da drückt sich da gerade eben durch, um sich abzusetzen. Jaschl jetzt allerdings mal mit dem Angriff. Achtung gegen Höckfeld. Und da gibt es auch eine ganz leichte Berührung. Hulkfeld muss die Lenkung aufmachen und geht weiter. Verliert er natürlich den Anschluss nach vorne. Oh, Dorniden. Da setzt er sich hart, knallhart neben den Türken Emre Cihan. Immer noch side by side. Durch Rabenul durch und Dorniden gibt nicht auf. Warsteiner, da hat er eigentlich nicht die bessere Position, wenn er jetzt innen durchgeht. Schauen wir mal. Jawohl. Da feiert er sich bis zum Schluss. Und da kommt das klassische Grinsen, da freut er sich. Also, Doppelsieg für der E-Sport, weil eben das Feld eingesammelt werden muss. Löhner geht sehr aggressiv nach innen. Er hat schon direkt gemerkt, Sigi will vielleicht angreifen. Sigi ist aufgeschnupft worden. Benzebanki nimmt da erstmal die Innenlinie, drückt jetzt den Porsche, den Audi gegen den Porsche. Dadurch verliert Marco Pejic eine ganze Menge Position. Und ich bin mir nicht sicher, ob da nicht im Nachhinein sogar Papier schwarz gemacht wird dafür. Neben Rüdinger und Höckfeld, der schert aus und wieder ausschert. Was ist denn da los? Das ist ja ein Verteidigungsmanöver, glaube ich. Jupp, ist absolut richtig, denn da ist Leonhard Krippler da hinten dran. Und der setzt Höckfeld so sehr unter Druck, dass da ganz plötzlich Gianmarco Fiducci kommt. Und der setzt sich mal eben zumindest neben den E-Sport BMW. Setzt, fährt er weiterhin aus. Krippler verliert das Auto. Boah, und fängt das im allerletzten Moment wieder ein über den Körper. Benzebanki mit dem Move auf Löhner. Ne, dann zieht er wieder rein. Pejic, Jasede, bremst hart. Muss aber wieder die Bremse aufmachen. Kevin Sigi kann kontern und dann zieht Hasse mit durch. Pejic bleibt dran. Der lässt sich da jetzt nicht mehr ins Boxhorn jagen. Also Pejic ist bisher mein Favorit. Achtung, Florian Hasse. Der lässt nicht locker. Der will da mit durchgehen. Der hat das schon gemerkt. Kevin Sigi kann die Pace einfach nicht halten. Hasse konnte eben vorgeben. Pejic zieht raus. Ja. Das wird er gerne nochmal probieren. Vielleicht passt es jetzt ein bisschen besser als beim letzten Mal. Wasser wählt direkt die weite Linie ein bisschen zu weit. Und zwar, weil ihm der Sprint ausgeht. Und jetzt wird es hier vorne nochmal richtig eng. Ich dachte eigentlich, Hasse würde Sigi angreifen. Und soll ich dir mal was sagen, was da gerade eben passiert? Pejic geht vom Gas, der hat auch zu wenig Sprint dabei. Florian Hasse geht noch vorbei. Wie sieht es jetzt aus für Emre Cihan? Kann der es vielleicht auch noch machen? Guck mal, Hasse wie langsam auch der fährt. Hasse fährt auch ganz langsam. Moritz Löhner ist schon durch, der hat sich schon gefreut. Benzebanki auf die 2, Kevin Sigi auf die 3. Hasse ist sehr, sehr langsam. Emre Cihan ist schon durch. Pejic, er holt sich da vielleicht auch noch den Hasse. Pejic ist komplett stehen geblieben. Pejic ist stehen geblieben. Das kann doch nicht wahr sein.